Willst du wissen, wie du Patienten mit Gallenkolik optimal aufnehmen kannst? Das Video ist genau für dich. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist Mali von der AEW Welt. Schön, dass ihr da seid. Das meine ich ganz ernst. Ich bin sehr dankbar, dass ihr jede Woche hierbei kommt und euch die Videos anschaut und euch ein Stückchen weiter verbessert. In dieser Woche geht es um das Thema Gallenkolik. Wir starten gleich. Stell dir vor, 20 Uhr, du bist in der Notaufnahme und auf dich kommt die Schwester Anja, wirkt sehr aufgeregt, sagt, komm, du musst schnell kommen, Rettungsdienst sind da, die haben eine Frau mitgebracht, sie hat starke Bauchschmerzen. So, du bist schnell, gehst auch mit, guckst du dir, dann hörst du auch die Geschichte, Frau Schäfer hat starke Bauchschmerzen seit einer Stunde im rechten Oberbauch, ihr ist ein bisschen übel. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Woran muss ich denken? Und was muss ich unbedingt beachten und gar nicht vergessen? Das alles erzähle ich dir in diesem Video. Für die Fleißigen, die bis zum Ende bleiben, gibt es für euch einen besonderen Tipp. Bleibt bis zum Ende. So, bei der Aufnahme von solchen Patienten mit jetzt rechtzeitigen zum Beispiel Oberbauchbeschwerden kannst du dich orientieren an unserem Video für die optimale Aufnahme von Bauchpatienten. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann musst du unbedingt sehen. Dein erster Schritt wird die Anamnese sein. Und hier, ich sage auch nicht immer nur Anamnese, dann weiß man gar nicht, was man fragt. Ich sage dir ganz klare Punkte. Der erste Punkt und der wichtigste Punkt ist der Schmerz. Du musst den Schmerz auseinandernehmen. Wann hat es angefangen? Wo hat es angefangen? Strahlt es irgendwohin aus? Gibt es irgendwelche Auslöser? Wie sind die Schmerzen? Sind die ständig da? Sind die so einmal da, einmal weg, einmal da, einmal weg? Hier, die Frau Schäfer erzählt dir, dass die Schmerzen vor einer Stunde ganz plötzlich angefangen im rechten Oberbauch und die strahlen in der rechten Schulter aus. Die sind auch ein bisschen von Übelkeit und Erbrechen begleitet auch, hat sie dir erzählt. Sie hat noch nie solche Schmerzen erlebt. Das sind so die Schmerzen. Der nächste Punkt, was du auch dich hier orientierst an optimale Aufnahme von Bauchpatienten, sind die vier Vor. Das sind für mich die Vorerkrankungen und dazu hier sind die Gallensteine bekannt. Zweiter Punkt ist Vormedikation, was zum Beispiel für OP auch hier relevant sein kann, Metformin und Blutverdünnung. Vor Operation ist die Gallenblase überhaupt noch drin. Kann sein, dass der Patient schon voroperiert. Und die Voruntersuchungen, hier ist auch relevant für dich, eine Magenspiegelung, Gastroskopie oder ein ERCP, ist da schon was bekannt. Das ist der erste Punkt, Anamnese. Dann geht es zum nächsten Punkt oder zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist die Untersuchung. Erstmal fangen wir bei der Inspektion, du guckst dich den Patienten an. Was dir gleich auffallen muss, ist Ekteros. Ist der Patient gelb oder nicht gelb? Spielt gleich eine Rolle. Nächster Punkt ist, gibt es da irgendwelche OP-Narben? Ja, manchmal können die Patienten auch gar nichts erzählen bei der Anamnese. Ja, sind demente Patienten oder behinderte Patienten, die haben Schmerzen, man weiß, aber viel mehr Info kriegt man nicht. Also OP-Narben. So, und dann geht's. Dazu geht es zum Punkt, abtasten, Bauch erstmal so oberflächlich, gucken wie die Bauchwand ist, ist es weich, ist es hart und dann so direkt Druckschmerzen im rechten Oberbauch wird es wahrscheinlich sein und positiver Murphy-Zeichen, wenn der Patient kooperativ mit dem man reden kann, dann würde ich sagen, ich würde hier drücken und sagen, bitte Tiefluft holen, ein positiver Murphy-Zeichen. Wo der Patient, wenn er die Tiefluft holt und du drückst an der Gallenblase, Luft anhalten, weil es so schmerzhaft ist. Es ist gemein, bitte aufpassen und nicht so festdrücken, aber fest genug, um das Zeichen auszulösen. Dein dritter Punkt ist die Diagnostik. Hier gibt es dann zwei Arme oder zwei Säule. Erste ist Labor und hier allerwichtigste sind Entzündungsparameter, weil mit was kommt, ja, wenn die Schmerzen länger als 6 Stunden zum Beispiel sind und ein positiver Murphy-Zeichen und noch Entzündungswerte erhöht sind, das deutet auf eine akuten Cholezystitis. Deswegen Entzündungsparameter. Wichtig ist auch Billi, wenn ich sehe, dass der Patient gelb oder auch nicht gelb. Billi, Gesamt-Billi, hoch, Direkt-Billi, hoch. Das deutet auf eine Cholidocholithiasis. Drauf achten und dann gucken auch die anderen Transaminasen, wie die aussehen, auch
unbedingt auf die Lipase achten, ob auch eine begleitende Pankreatitis da ist oder sowas. Der zweite und wichtigste Punkt der Diagnostik, der jeder von uns, jeder Assistentarzt meiner Meinung nach beherrschen muss, ist die Sonographie. Und hier würde man drauf achten. Ich würde auch jetzt zwei Tipps geben. Ja? Wenn manchmal geht es gar nicht, wenn man die Gallenblase schalen will und kann man die Gallenblase nicht finden, dann dreh die Patienten auf die linke Seite. Das geht, dann geht die Gallenblase durch die Bauchwand und dann ist wunderbar. Wenn das auch nicht geht, dann mein zweiter Tipp ist Sonographie. Bitte schall durch die Rippen, interkostal, von oben. Durch die Rippen schalen, dann kannst du auch die Gallenblase sehen. Was dich hier interessiert, ist eine sonografische Murphy-Zeichen, also Druckdolenz, auch Gallensteine überhaupt oder Sludge. Ja, es ist auch wichtig. Wandverdickung, sehr große Rolle. Ja, akute Schultzystitis, Wandverdickung. Und Dreischichtung-Phänomen, dieser kommt auch von dieser Wandverdickung und dann so ein perischultzystischer Saum, also Flüssigkeit um die Gallenwand herum, das macht diese Dreischichtung-Phänomen. Auch drauf achten. Das sind die wichtigsten Punkte bei Ultraschall. Natürlich auch eine Vergrößerung, Gallenblasenhydrops oder Perforation. Eine schon bestehende Komplikation. Das ist die Diagnostik und dann geht es da direkt in die Therapie. Das ist der vierte Punkt. Und in der Therapie muss man jetzt an dem Punkt jetzt schon einen Unterschied haben oder schon unterscheidet haben zwischen, ist das jetzt nur Gallenkolik ohne Entzündungszeichen, das ist nur Schmerzen. Der Patient hat keine erhöhte Entzündungswerte, in so einer sehe ich jetzt nichts Schlimmes und auch minimal bis gar keine Druckschmerzen, dann ist es nur Gallenkolik und die Therapie wird sich Richtung Schmerztherapie jetzt orientieren mit zum Beispiel Novalgien, mit Pitidin, mit Buscopan, mit bisschen Infusionen und so weiter. Ist das eine chronische Schultzystitis mit einem Gallenkolik? Wie sieht man das? Zum Beispiel Schrumpfgallenblase. Oder der Patient sagt, ja, das ist nicht das erste Mal. Gallensteine sind bei mir bekannt. Ich hatte schon zigmal Beschwerden oder Koliken. Er kennt es schon. Da wird auch die Therapie selber laufen. Schmerztherapie, Infusionstherapie und eine Gallenblasenoperation, Cholezystektomie planen. Das kann man auch planen, entweder direkt oder nach einer schmerzfreien Intervallphase. Das kann der Patient und der Chirurg dann selber entscheiden. Wichtig ist aber die zwei letzten Kriterien. Akute Cholezystitis. Was ist dann akute Cholezystitis? Murphy-Zeichen, Wandverdickung, erhöhte Entzündungsparameter, das ist eine akute Cholezystitis. Und hier sagt die Leitlinie, eine Cholezystektomie muss innerhalb 24 Stunden erfolgen. Das ist nicht mehr wie früher, ja, entweder oder. Nein, innerhalb 24 Stunden. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist Cholelithiasis mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und höherer Wahrscheinlichkeit weiß man, indem man einen erhöhten Bili hat und eine biliäre Pankreatitis. Und hier gehört dazu eine ERC, also die Gallensteine vom Gallengang zu entfernen und danach innerhalb 72 Stunden eine Cholezystektomie. Nun, Madi, du hast ja gar nichts gesagt zum Thema Antibiotika. Bei einer akuten Cholezystitis mit erhöhten Entzündungsparameter und deutlichen Entzündungszeichen muss eine Antibiose eingeleitet werden und zwar schnellstmöglich. Das ist die optimale Therapie. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann bitte in den Kommentaren erwähnen, mich darauf hinweisen. Ich freue mich auf euren Feedback. Es finde ich immer wieder toll, wenn man sagt, ja, das war richtig, Mali, das war toll und das war nicht richtig, dann lerne ich auch davon. Seid bis zum Ende geblieben. Das finde ich toll und deswegen gibt es einen tollen Tipp für euch. Bitte bei rechtzeitigen Bauchschmerzen und Gallensteinen nicht immer oder so Schmerzen im Epigastrium und nicht immer an Cholezystolithiasis oder Cholezystitis oder so nur an der Gallenblase konzentriert bleiben, nur weil ihr im Ultraschall Gallensteine gesehen habt. Gibt es auch andere Sachen. Deswegen sage ich Schmerz auseinandernehmen, damit man so ganz genau weiß. Und deswegen achten, es könnte ein Herzinfarkt sein. Das könnte ein Ulkus sein, das könnte Pyelonephritis sein, könnte ein gebrochener Wirbelkörperfraktur sein mit Ausstrahlung, es könnte auch andere Sachen sein. Deswegen unbedingt Anamnese so richtig fragen, bei der Untersuchung auf andere Sachen achten.
Gallensteine heißt nicht unbedingt, dass jeder Schmerz im rechten Oberbauch oder im Oberbauch damit zu tun hat. Das ist mein Tipp für euch. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Viel Spaß beim Lernen, viel Spaß bei der Arbeit und tschüss.